Hello, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal KSC Karriere Folge Nummer 6. Jetzt geht's langsam in die ganz heiße Phase. Der März steht an. Zwei Spiele gegen Regensburg und Aue. Danach kommen nochmal zwei richtigen Kracher-Duelle, die wir auf jeden Fall gewinnen müssen. Lasst an der Stelle gerne schon mal ein Like da, falls euch das Ganze gefällt. Gerne ein Abo. Falls du hier neu bist, kannst du immer wieder zurücknehmen. In diesem Sinne würde ich sagen, ihr aktiviert dann noch die Glocke und wir gehen rein in den Kalender. Let's go. Angekommen im Kalender. Wie gesagt, Regensburg und Aue. Dann steht Düsseldorf an, Paderborn und der HSV. Also wir haben hier ordentlich was zu tun. Wir gehen rein ins erste Spiel gegen Regensburg. Da müssen die ersten drei Punkte her. Let's go. So, im Hintergrund seht ihr die Aufstellung fürs Spiel gegen Regensburg. Wir gehen rein in eine schnelle Simulation. Collins darf jetzt ran. Außerdem auch Jakob. Becker kommt rein. Dafür bekommt Vanicek eine Pause. Aramu auch von Beginn an. Das müssen safe drei Punkte sein. Sonst verliere ich wirklich jegliche Hoffnung. Kommt, Jungs. Jawohl. 2-1 sind keine safen drei Punkte, aber wir haben einen Rückstand aufgeholt. Sehr schön. Wir holen drei Punkte gegen Regensburg. Die waren auch jetzt ganz wichtig für mein Gefühl. Wir haben auch dominant gespielt. Das sieht man an den Statistiken. Aber sowas kann halt auch immer nach hinten losgehen. Dieses Mal ist es nicht passiert. Gott sei Dank. Rein geht's in die nächste Schnellsimulation gegen Erzgebirge Aue. Wir gehen rein mit unserer Top 11. Da müssen drei Punkte rausspringen. Genauso wie gegen Regensburg. Mann, wir verlieren. Es ist so zum Kotzen, Mann. Es ist so zum Kotzen. Der Obeng trifft nicht. Und die sind seit der zweiten Minute in Unterzahl. Mein Gott, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. Es ist so dämlich, Mann. Es ist so dämlich. Ja, möglicherweise hat unser Scout hier zwei Jungs aus dem Hut gezaubert. Hier haben wir einmal Kai Kock. 775.000 wert. Nehmen wir selbstverständlich mit. Und auch Jan Jonker nehmen wir mal mit. Der hat 53.000 wert. Boah, wir gucken uns die gleich mal an. Kai Kock ist ein Flügelspieler. Sieht sehr interessant aus. Wir gucken uns mal ganz kurz rein in den Entwicklungsplan. Ich glaube tatsächlich, dass es Sinn macht, den zum Stürmer umzumoden. Das dauert auch nur zwei Wochen. Und jetzt schauen wir uns auch mal noch den anderen Kollegen an. Jonker. Potenzial bis 88. Ja, der sieht auch nach einem Flügelspieler aus. Wir geben dem mal inverser Flügelspieler mit auf den Weg. Vier Wochen geht er dann hoch. Alter, 55, das ist doch Quatsch. So, Heimspiel gegen Platz 1, gegen Düsseldorf. Wir wollen hier drei Punkte holen. Wir gehen rein in die Simulation. Jones ist von Anfang an drinne. Der schießt eher Tore als Obeng, habe ich so das Gefühl. Wir gehen rein in die Simulation und brauchen drei Punkte. Kommt. Boah, auch an das Spiel kann ich mich ganz deutlich erinnern. Das war so ein Dreck. Das war so ein Dreck mit Raumtoren aus dem Nichts. Wir wollen jetzt drei Punkte. Ja, sieht gut aus. Schade, erste Chance. Ah, Keeper war da. Ecke war Quatsch. Erste Aktion. Wir sind da. Es ist bisher ein komisches Spiel. Düsseldorf kommt noch nicht richtig nach vorne. Ja. Ja. Wir reden nicht drüber. Wir reden da nicht drüber. Ja, 0-1 zur Pause. Das musste mal wieder so ein Traumtor werden, ne? Das kotzt echt an. So, wir wechseln jetzt. Obeng kommt rein und Becker. Wir wollen unbedingt noch ein Tor. Ich habe zwar keine große Hoffnung, aber vielleicht klappt's ja irgendwie. Ja, Obeng ist da. Ach, Mann. Och. Wir hätten noch ein Tor machen können in der Nachspielzeit. Powerspiel. Obwohl wir irgendwie mehr Chancen hatten. Weiß ich nicht. Ach Mann, das ist so traurig. Es ist so traurig. Das ist wegen so einem Sonntagsschuss. Ach Mann. So, Spiel jetzt gegen Paderborn. Auswärtsspiel. Wir gehen rein mit folgender Aufstellung. Collins kommt rein, Bonner kommt rein und Jakob kommt rein. Also gefühlt die ganze Verteidigung wird getauscht. Wir gehen rein ins Spiel. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Wir versuchen jetzt hier einen Sieg rauszuholen. Gegen Paderborn dürfte das doch durchaus möglich sein. Angekommen im Stadion. Es regnet. So sieht es ungefähr auch in meiner Stimmung aus. Nach den letzten paar Spielen. Das ist echt ohne Witz. Ich kann es mir nicht erklären. Jetzt ist ein neuer Spieltag. Jetzt heißt es Punkte holen. Das machen wir jetzt auch. Kommt, Männer. Ah, guter Ball auf Choi. Choi. Mit dem kannst du eigentlich von überall schießen, gefühlt. Und er macht ihn rein. Ganz stark, Junge. Ganz stark von Choi. Wir sind in Führung. Sehr schön. Ja, Hansen jetzt mal auf dem Weg. Der hat ordentlich Tempo. Da ist Obeng im Nachschuss. Und ach. Oh Mann, Obeng war ein Fehleinkauf, glaube ich. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ja, Obeng, guter Ball auf Choi. Ah, diesmal nutzt er seine Chancen nicht. Wir gehen direkt rein in die Ecke.
Ja, die kommt absolut scheiße, Mann, ey. Ja, Halbzeit. Kein gutes Spiel. Hier passiert gar nichts, aber wir sind in Führung. Und das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Wir gehen in Halbzeit 2 und versuchen hier noch ein Tor zu machen, dass wir hier die 3 Punkte auf jeden Fall mitnehmen können. Aubameyang hat sich anscheinend richtig, richtig schlimm verletzt. Ich habe den Wechsel schon angekündigt. Ich hoffe, dass... Also, dann haben wir halt nur einen Stürmer, ne? Das ist halt ein dickes Problem. Auf jeden Fall kommt Jones jetzt mit rein, Becker kommt mit rein und Aramu auf der 10. Es sind 20 Minuten, kommt, wir bringen das über die Zeit. Auf geht's. Es ist nicht wahr, Mann. Es ist nicht wahr. Plötzlich kommen die vor. Ey, es gibt es nicht, Mann. Platte dürfte das sein. Oder Sirbeni, ich weiß es nicht. Ey, ohne Witz. Sirbeni ist es ja. Es ist zum Mäusemelken wirklich, wirklich schlimm. Ja, Cueto jetzt aber mal mit Jones und da ist direkt die Antwort. Ganz, ganz wichtig, der Jones macht halt einfach die Tore. Der macht einfach die Tore. Ja, Jones kann sein Tempo ausnutzen, macht er ganz stark und er macht es 3-1. Der Typ ist einfach jetzt schon viel, viel besser als ein gewisser Aubameyang. Ganz, ganz stark, Junge. Jones, Top-Verpflichtung. Ja, Nachspielzeit läuft schon mittlerweile. Ich denke, da dürfte nicht mehr viel passieren jetzt. Ich denke, der Ref pfeift jetzt auch ab. Wir holen 3 Punkte in Paderborn. Kein überragendes Spiel. Wir gewinnen am Ende mit 3-1. Dank einem herausragenden Jones. Ganz, ganz stark. Gefällt mir richtig gut, was der macht. Jetzt gucken wir mal, wie lange Aubameyang verletzt sein wird. Und Aubameyang fällt 7 Monate aus. Es würde mir jetzt prinzipiell gar nicht so wehtun, weil er mir eh gerade mega auf den Sack geht. Aber wir haben halt keinen Stürmer. Das ist ein ganz dickes Problem. Ich werde jetzt gucken, ob ich da eine Lösung finde. Und ich teile sie euch gerne mit. So, glücklicherweise gibt es in der Jugendmannschaft ein paar Stürmer. Mike De Leo kommt jetzt in die Profimannschaft. Ich habe keine andere Wahl. Wird ihn wahrscheinlich sehr freuen. Was wir außerdem auch machen, ist die Leihe von Batmaz beenden. Wir brauchen auf dem Flügel den ein oder anderen Spieler, deswegen wird die Leihe hier abgebrochen. 15.000 kostet es uns. Er ist auf einer 68, das ist sehr schön. Batmaz ist zurück, wird wahrscheinlich auch direkt seinen ersten Einsatz bekommen. Auswärtsspiel in Hamburg. Kann mir gerade nichts Schöneres vorstellen. Wir gehen rein, spielen das Ganze selber. De Leo bekommt direkt seinen ersten Einsatz. Ich habe jetzt direkt das Vertrauen in ihn, weil Jones einfach mit seinem Tempo zu einem späteren Zeitpunkt nochmal mehr bewirken kann. Außerdem Hansen auf nur 74. Wenn wir hier gewinnen können, wäre ganz wichtig. Wir sind 3 Punkte hinter Hamburg. Wir könnten Punkte gut machen. Let's go. So, Volksparkstadion. Ludovit Reis kennen wir aus der Creator Club Karriere. Checkt ihr auf jeden Fall mal gerne ab. Oh Mann, Volksparkstadion, wir brauchen 3 Punkte. Kommt Jungs, jetzt will ich was sehen. Ich bin schon im Schwitzermodus. Ich will hier nichts anbrennen lassen gegen den HSV. Gut von Choi, Cueto, da ist Delö und der macht ihn direkt rein. Junge, erstes Spiel und der trifft direkt. Wie überragend ist das denn? Und er freut sich wie ein Honigkuchenpferd. Wunderbar. Oh, der HSV kommt, aber Gersbeck ist da. Junge, Junge, Junge. Gersbeck, überragende Tat. Ganz, ganz wichtig. Reis mit dem Abschluss. Boah, macht er das stark. Hilfe. Ich gebe nochmal eine Ecke kurz vor der Pause für den HSV. Es passiert für uns nicht mehr so viel nach vorne. Oh mein Gott. Nicht gut geklärt. Aber Vanice ist doch nicht da. Hilfe, 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 Hilfe. Oh, es gibt nochmal eine Ecke. Mann, das sind schon 5 Minuten drüber. Bitte lasst jetzt nichts passieren. Kommt, Jungs, bitte verteidigt es. Es gibt nochmal eine. Nee, es gibt keine Ecke mehr. Perfekt. Halbzeit 1-0 Führung durch unseren Jugendspieler, der ganz frisch hochgezogen wurde. Ganz, ganz geile Geschichte. Da ist er. Ach, De Leo. Ich nenne ihn De Leo, okay? Ist völlig okay. Passt. Ganz, ganz wichtig, dass wir hier in Führung sind. Ja, Vanicek mit De Leo. De Leo, der ist wieder da. Der macht ein richtig gutes Spiel, Alter. So ein Debüt. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Er geht jetzt raus, bekommt den Applaus von den Zuschauern, weil wir jetzt dreimal wechseln. Außerdem geht Choi raus, Aramu kommt rein und Batmaz darf jetzt auch direkt mal ran. Ist wieder zurück. Es sind noch knapp 20 Minuten, ein bisschen mehr. Wir wollen die 3 Punkte natürlich mitnehmen. Gehen hier jetzt in die Ecke, da ist Kobalt und da ist das 2-0, Jungs. Ganz, ganz stark. Oh mein Gott. Das ist so wichtig. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ach, Kobalt mit dem 2-0. Und eigentlich dürfte da jetzt gar nichts mehr anbrennen. Das ist ganz, ganz stark.
Sauber, Jungs. Ja, Batman ist das erste Mal am Ball. Macht er sehr gut, Junge. Ganz stark. Der ist zurück und trifft direkt. Was sind das für schöne Geschichten hier? Das ist ja unglaublich. Ganz, ganz stark. Ja, und scheinbar können wir es nur gegen Große. Wir können nur gegen Große so gute Spiele machen. Oder ich sollte vielleicht alles einfach selber spielen. Auf Ultimativ das Ganze natürlich. Und ich krieg's trotzdem hin, 3-0 zu gewinnen. Die Mannschaft kriegt's selber nicht hin, gegen Aue zu gewinnen. Oder sind es einfach diese typischen Ausrutscher, die man sich nicht leisten kann, wenn man Aufsteiger sein will? Ich weiß es nicht. Lasst mich gerne wissen. Ich hätte gerne eine Erklärung. Da ist Jatta. Der kommt nicht durch. Ganz, ganz wichtig. Gib noch mal eine Ecke. Und bei dem Ding dürfte nichts mehr passieren. Also wenn ich das noch hergib, dann zwingt ihr mich bitte, die FIFA für immer zu löschen und nie wieder zu kaufen. So, Nachspielzeit läuft schon. Eine Minute gibt's oben drauf. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Sieg gegen den HSV. Da haben wir jetzt ganz, ganz wichtige Punkte aufgeholt. Ganz, ganz stark überzeugende Partie. Hamburg war nicht wirklich vorhanden. Das ist wunderbar. Hier nochmal das Tor von unserem neuen, von unserem hochgezogenen Jugendspieler. Macht er kalt, schneuzig und trocken. Ganz stark. Und plötzlich Bisch wieder voll drin. Ein Punkt hinterm dritten, zwei Punkte hinterm zweiten. Also, es ist so spannend. Es ist so unfassbar spannend. Wir schauen mal ganz kurz in den Kalender. Wir haben noch 5 Spiele. Die 5 Spiele wird es dann in der nächsten Folge geben. Ingolstadt, Hannover, Dresden und Heidenheim. Also ein einfacheres Programm gibt es fast nicht. Es ist alles drin. Es ist noch alles drin. Ich habe zwischendrin fast geweint, aber scheinbar ist noch alles drin. Ganz, ganz stark. Das ist sehr, sehr wichtig. Lasst mich wissen, was ihr denkt. Wo geht die Reise hin? Tja, in diesem Sinne bin ich raus. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne ein Abo, falls du neu bist. Und fair bleiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.